Für mich bietet Stimmen Afrikas einfach eine Plattform, die als Motor für die Grenzüberschreitung von festgefahrenen Ideen anbietet. Was heißt afrikanische Literatur? Was heißt Afrika? Und der Gag ist natürlich, dass diese Kneipe, in die er jetzt seine Figur schickt, die gibt es gar nicht in Brazzaville. Der Mabankou hat die Idee zu dieser Kneipe im Kamerun bekommen. Hallo. Der Internationale Währungsfonds applaudierte vor so viel Kampfesgeist. Er beglückwünschte sich zu der körperlichen Kondition der Bewohner von Kinshasa, zu ihrem Anpassungsvermögen, vor allem aber zu ihrer Fähigkeit einzustecken, wenn das Tier im Magen zuschlug. Die widerliche Hydra hielt das Volk, trotz seiner ohnmächtigen Versuche, sich aufzubäumen, mit Gewalt in Schach, indem sie tief in den Eingeweiden ihre Ringe zusammenzog, den Todeskampf der Opfer verlängerte und sich Tag für Tag in ihrem Triumph suhlte. Wie Sie eine solche Veranstaltungsreihe mit einem Fokus auf Literatur aus Afrika sehen? Das finde ich unglaublich wichtig und ich würde mir wünschen, es gäbe mehr davon. Wir lesen über Afrika, wir haben in den Zeitungen, wir haben ein völlig reduziertes, stereotypes Bild von Afrika. Wir kennen nicht die Hintergründe und gerade die Literatur ist ja eine wunderbare Form, solche Dinge sinnlich, poetisch, eindringlich uns nahe zu bringen. Since this poem, because it's love. Killing someone is so easy, when nobody stops you. Isizwe sifa ngomcinga omnye. A nation can die because of one person. As one matchstick could burn a farm. What's going on in this world? Ndizibuza, ndiziphendula. I ask myself, I answer myself. Why do people hate us? What can we do? Only one option left. Vuyani Luthando. Because it's love, search to be happy. Erste Debatte und Gemengelage um eine plurale Einwanderungsgesellschaft in Deutschland und um die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Ich glaube, das ist eine Prämisse, die ich hier so vorausschicken möchte. نعيشو حيد ولا لا حبيب فيك يمس اسمح كي نقول كرما لا نخلوني نحن بحال غاطا Befremdlich das Gefühl, wenn man zurückblickt und an erfüllte Momente denkt. Und ich suche enttäuscht Halt von der Oma. Als Ersatz für Omi, meine Mama, und werde enttäuscht. Doch ich glaube weiter dran und halte fest. Festhalte ich an den Gedanken der Oma. Flüchtlingspolitik, weil das ist ja eine Folge des nicht mehr so intensiv Hinschauens, was passiert in den Ländern. Dass die Menschen sich eben einfach auf den Weg machen nach Europa? Das ist die natürliche Konsequenz. Wenn man dort nicht in den Menschen investiert und für die Menschen eine Perspektive bietet, wenn man die Konflikte auch ignoriert, wie in Syrien, dann ist es eine Frage der Zeit, dass die Bürgerkriege eskalieren, dass die wirtschaftliche Situation so schlimm wird, dass viele Menschen ihr Land verlassen wollen und sich in Sicherheit bringen wollen. Und Europa bietet sich halt als Oase der Sicherheit. Und dann steht Europa vor einer moralischen und einer wirtschaftlichen Herausforderung. Der UNO-Bericht hatte diesen Krieg so definiert. Das ist ein Krieg um die Ausbeutung, um die Kontrolle, um den Zugang und den Handel von Rohstoffen. Diese Rohstoffe sind 5 Stücke, die wichtigsten. Coltan, Diamant, Gold, Kobalt und Kupfer. You didn't answer that one. Do you know it yourself? It's interesting. What I did was, when you're writing a book, particularly in first character, for me, how it works is you get into the character's head. And I think with this particular issue, because I didn't want to, the main character doesn't actually know what happens, she just suspects.
I actually didn't create in my head what happened between them. Okay. So I sort of like have left that gap, but even I didn't allow my mind to go into what had happened because I wasn't going to reveal it. I don't know if it's making sense. Actually, that was the decision of the characters themselves. Und hörte zu, während sie auf ihn einredete, wand sich unter der Tirade, die sich in sein Ohr ergoss. Dann bemerkte er, dass Manu lauschte und richtete sich auf. Er will ein Mann sein, sagte er, und seine Stimme klang fester. Das unterrichten sie in der Schule nicht mehr. Er will sein eigener Herr sein. Ja, ein Guitar-Man, wie ich. Ja, wie ich. Was aus ihm werden soll, wenn er alt ist? Ein Nichtsnutz wie ihn. Warum fragst du ihn das nicht selbst? Sein Gesicht folgt mir. Ich lehne mich nach links und sein Gesicht folgt mir wieder. Auf seinem Gesicht beginnt sich ein durchtriebenes Lächeln einzunisten. Mein Herz fängt an, sich zum Tode zu hämmern. Hab keine Angst. Ich kann dich mit meinen spirituellen Augen sehen, sagt er. Und nach diesem Wunder wirst du, wenn du ein eifriger Christ bist, das auch können. Und es prickelte, als sie sich dem Bildschirm näherte, und dann glitt sie hindurch wie in warme Eiercreme hinein. Auf dem Bildschirm war nichts mehr zu sehen, und Quentin tastete herum, schloss die Finger um den Premierminister und zog ihn mit einem Ruck aus der Kiste. In Quentins Faust sah der Premierminister sogar noch winziger aus als zuvor im Fernseher. Es blinkte und flackerte und erfüllte die Luft um ihn herum mit einer schmutzigen Wolke aus Elektronen. Ich will sofort zurück! Sofort! Schrie er und trommelte mit seiner winzigen Faust auf Quentins Knöchel. Quentin wandte sich zu Mary um und sagte, schau mal, was ich gerade gemacht habe. Nigeria und Wut in einem und demselben Satz zu hören. The assumption, and you're not the first to sort of ask why, and I think it's, I suppose we haven't seen black hair written about in what is considered serious literature. And I think it's a worthy subject, and I think people write serious books about baseball. No one understands. Well, hoping that this will be better understood. But it's also because I mean, clearly it's also a personal interest in hair. I'm interested in hair. I'm interested particularly in women's hair on a very shallow, frivolous level. Often she would sit in cafes or airports or train stations, watching strangers, imagining their lives, and wondering which of them were likely to have read her blog. Thank you. Ich nehme die mit. Mein Vater kann mir bestimmt sagen, wer diese Ausgeburten sind. Veronika fragte sich, wann auch sie auf dem Foto, das jedes Jahr zum Schuljahresbeginn gemacht wurde, mit dicker roter Tinte durchgestrichen werden würde. Les pensionnels des lycées sont filles de ministres, de militaires haut gradés, d'hommes d'affaires, de riches commerçants. Anfang wollten wir nur zusammen musizieren. Dann ist die Idee einmal entstanden, dass wir auch Leseförderung machen könnten, weil Frau Kastner Leiterin der Bibliothek war. Und wir haben damit angefangen mit den Kindern der Côte d'Ivoire. Und da haben wir gesehen, dass das, was wir machten, gut war, weil wir erlaubten den Kindern sozusagen, sich mit den Büchern zu beschäftigen. Und dies durch das Spiel. Das hat gut geklappt und Gott sei Dank, jetzt haben wir bemerkt, dass unsere Programme auch in Deutschland funktionieren können und wir freuen uns darüber.